gerade als ich gelaufen bin, war so eine Gruppe junger Männer, die sind mir entgegengekommen. Da hat einer gesagt, na, wo spielst denn du? Ich nehme das als Kompliment, wenn er mich noch als Spieler betrachtet. Also ich laufe sehr gerne, ich mache das seitdem ich Jugendlicher bin. Ich habe ja Fußball gespielt und als ich aufgehört habe, bin ich weiter gejoggt. Für mich ist das sowohl Vergnügen wie auch manchmal Pflicht. Also ich muss sagen, es war ein unheimlich bewegendes Jahr mit vielen tollen, erfolgreichen Momenten. Wir haben ja die Champions League gewonnen, das Triple und dann auch noch die zwei Supercup-Spiele. Ich glaube, Bayern hatte noch nie ein erfolgreicheres Jahr als dieses im Profifußball der Männer. Auf der anderen Seite haben wir seit 6 Monaten eine Ausnahmesituation, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt durch die Corona-Pandemie. Wir müssen ohne Zuschauer spielen, wir müssen unheimliche Hygiene- und Gesundheitsvorschriften einhalten, Regularien und darauf achten, dass die Spieler und das ganze Umfeld nicht erkrankt. Wir haben natürlich wirtschaftliche Herausforderungen, wie fast alle wirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, in der ganzen Welt. Und das ist sicherlich keine einfache Situation. Ich denke, der FC Bayern ist bisher sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Wir haben unheimlich viel soziale Tätigkeiten gemacht, sind unserer sozialen Verantwortung mehr als gerecht geworden und haben auf der anderen Seite aber auch sportlichen Erfolg gehabt und versuchen wirtschaftlich das so gut wie möglich zu überstehen. Also mir gefällt unheimlich gut, wie sich alle Abteilungen beim FC Bayern München professionell verhalten. Wir haben es gerade über die Profifußballer gehabt, aber genauso unsere Frauenfußballmannschaft. Ich hatte das Glück, ein Spiel zu sehen und mich mit den Frauen ein bisschen zu unterhalten. Ein unheimlich toller Spirit in der Mannschaft. Die Basketball-Profimannschaft hat sich unheimlich professionell verhalten, hervorragend vorbereitet. Also ich denke, da können wir einiges erwarten in dieser Saison. Aber auch die Amateurabteilungen, die das ja alles ehrenamtlich machen, die mit unheimlich viel Einsatz und persönlichem Engagement unsere gesamten Abteilungsleiter versuchen, den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, auch in dieser Zeit ihren Sport auszuüben. Das muss ich sagen, ist unheimlich toll. Natürlich braucht man immer auch das nötige Quäntchen Glück, um Titel zu gewinnen. Das hatten wir auch in der vergangenen Saison. Aber ich muss wirklich sagen, unter Hansi Flick hat sich die Mannschaft so toll entwickelt. Es sind ja nicht nur die Siege, sondern auch die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Und so einen attraktiven Fußball haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass der FC Bayern verdienter Champions League-Sieger geworden ist in dieser Saison. Und es wurde auch von allen europäischen Fußballkennern und Mannschaften so anerkannt. Dieser Zusammenhalt der Bayern-Familie, das Gefühl, wir können so viel erreichen, wenn wir zusammenhalten und wenn wir zusammenstehen und als ein Team auftreten. Und deswegen glaube ich, ist der FC Bayern auch in der Zukunft, oder ich bin überzeugt davon, dass er auch in der Zukunft unheimlich erfolgreich sein wird. Und dieses Mir-Sein-Mir-Gehen, das treibt uns permanent nach vorne.